So, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Sunkenland. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Weiter geht's im Programm. Wir haben wieder Luft. Ich stehe wieder hier oben. Kurzes Update. Keine Chance. Ich bin einfach da unten verreckt und kam dann wieder da hinten raus und bin wieder hingeschwommen. Hab die Sachen eingesammelt. Fertig. Ja, das war's. So. Da wir wieder eine volle Flasche haben jetzt, die konnte ich auch voll machen, können wir noch ein bisschen sammeln gehen da und dann machen wir weiter. Danke übrigens wieder für die ganzen Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wir müssen gleich mal gucken. Ein Kommentar war nämlich, dass wir unter den Verteidigungsanlagen noch irgendwo ein Tor haben, was besser sein soll als das, was wir da gebaut haben. Schauen wir uns gleich mal an. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist. Und ja, wenn sie es kaputt machen oder da durchglitschen, wie gesagt wurde, dann tun wir das abändern, wenn wir viele, viele Ressourcen haben, ja. So, entweder kommt das durch den Regen oder der Entwickler hat das extra gemacht hier. Ja, guck mal, je tiefer wir gehen, umso dunkler wird es. Ich glaube, das hat der extra gemacht, damit auch das Helmlicht mal einen Sinn hat. Ja? So, kann ich die einsammeln? Nein. Schade. Wenn wir jetzt ein Helmlicht hätten, würden wir natürlich viel, viel mehr sehen. So siehst du gar nichts, genauso wie ich. Ich muss raten, wo was ist hier. Durch Zufall was gesehen. Schauen wir mal. Kann aber natürlich auch durch den Regen sein. Was schön ist, guck mal, jetzt sieht man rechts da dieses Fenster, ne? Was ich immer meine. Das ist viel heller als der andere Teil des Bildschirms. Warum auch immer. Da ist irgendein Fenster oder sonst was versteckt. Frag mich nicht. So. Nix hier. Nein. Gleich ist wieder leer. Dann sammeln wir das noch ein. Wenigstens jede Menge Metall. Ansonsten bin ich persönlich sehr, sehr, sehr zufrieden mit unserer neuen Butze. Gefällt mir richtig gut. So. La, 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 la. Bäum. Wo ist das Boot? Da oben. Wir gehen jetzt mal hoch, weil wir finden eh nichts mehr jetzt. Halbtot sind wir auch noch. Gefällt mir nicht. So, die Sachen sind da hinten drin, ne? Ja, ein Schokoriegel, ein Ölgemälde. Glas, Komponenten, alles da, wunderbar. So, ich möchte fahren. Bitte drehen Sie. Und vor allen Dingen, guck mal, wir sind näher am Trader dran. Das ist auch gut. Also ich muss sagen, die Hangarhalle da, die ist perfekt. Für eine Base. Gefällt mir sehr, sehr gut. Besser als das, was wir da hinten haben. Das lassen wir jetzt einfach stehen. Ich weiß jetzt aus dem Stegreif nicht, ob wir da Ressourcen rauskriegen, wenn wir dort alles wieder abbauen. Das weiß ich nicht, das müssen wir mal gucken. Bitch. Ja. Level 2 Piratenversteck, Sunkenlander. Warum sind wir eigentlich die Sunkenlander und nicht die Edenauten hier? Stell ich nicht. Klappt auf jeden Fall wunderbar. Haha. So, ich weiß nicht, ob die Typen hier die Türe aufmachen. Werden wir sehen, wenn wir angegriffen werden. Hier haben wir auch noch jede Menge Platz, das ist gut. Essen, trinken. Warte, jetzt müssen wir mal hier einräumen. Erste Hilfe, rein da. Hätte ich beinahe wieder E gedrückt, aber nur beinahe. Warte, ah, da ist noch nichts dran. Gummi, haben wir ein bisschen. Ah, wir sollten vielleicht auch erstmal das Zeug hinten rausholen, ne? Aus dem Lager hier, aus der Kiste. Von unserem Tretboot. Das hätte was. Alle Gegenstände hast du mir so gesagt. Nein, alles geben. So rum. So rum muss das. So, meine Güte. Ede wieder hier. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, Essen. Rein da. Haben wir hier noch was? Da ist ein Schokoriegel. Der kann da rein. Gummi. Komponenten. Metallschrott. Stoff. Mal ein bisschen, was ist das hier? Rumopel kommt später. Waffen. Da haben wir jetzt nichts. Holz haben wir ein bisschen. Glas haben wir was. So. Machen wir hier mal Elektrik. Jawohl. So, da können dann die rein. Die haben noch nichts. Benzin und so weiter. Omopel kann das rein, das kann da rein, das kann da rein. Die können dann mal da raus langsam.
Das war hier. So, der kann da rein. Das ist Waffe. Munition braucht auch noch eine Kiste. Das ist Waffe. Das ist Waffe. Das ist Waffe, ey. Primitive Granate. Mhm. Trinken haben wir auch noch nicht, ne? Könnten wir auch noch machen. Wobei, es gibt nicht so viel zu trinken, glaube ich. Die Würmer können da rein. So. Waffen sind hier. Rein, rein, rein. Du kannst hier bleiben. Wie viel Uhr haben wir? 17:49. Hm. Haben wir was zu essen, was wir drauflegen können? Jo, einmal hier. Essen hinzufügen. Bitteschön. Holz? Haben wir gerade nichts. Müssen wir holen. Mhm. Ja. Gib mal her. Schade, dass wir das nicht hier drauf grillen können, ne? Das wäre natürlich Jackpot gewesen, du. So, den Ofen wollten wir. Dafür brauchen wir 2 Gummi und 5 Metallschrott. Und jetzt gucken wir erstmal hier bei den Verteidigungsanlagen. Das ist, glaube ich, Verteidigung, ne? Metalltor. Das ist das Große. Das kann ich so hinstellen. 20 und 4. Sollen wir mal gucken, ob das passt? Metallschrott ist hier. 20. Komponenten 3 und 4. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gummi. Ah, genau. Gib mir einfach alles. Mach's richtig. So. Passt das denn überhaupt hier? Ihr meint das hier, ne? Würde fast komplett da reinpassen, ne? Das wäre schon krass. Könnte man machen. Hm. Also von der Breite her würde es passen. Lass mal gucken. 2 müsste es breit sein. Ne? Das war es ja hier so ungefähr. Wie ist es? Also das würde ganz genau reinpassen. Müssen wir uns überlegen, ob wir das jetzt noch vor dem nächsten Angriff wegmachen oder ob wir warten. Das ist die Frage. So, jetzt kommt aber erstmal hier der hier dran. Zack. Können wir den nämlich bauen. Dann müssen wir wieder hier gucken. Wo ist der Ofen? Unterwasseranzuchttopf. Was ist das denn? Der ist aber neu. Der ist neu, den kenne ich nicht. Wasserreiniger, Grill, Beet, hier. Ofen. 4 von 5, wir brauchen noch ein bisschen Gummi. Und ein bisschen Holz. Okay. So, rein da, voll machen. Wo kriegen wir Gummi her? Hm? Wir brauchen Gummi, 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 Gummi. Wir brauchen Gummi, 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 Gummi. Dann baue ich mir ein Flummi. So. C ist Essen. Dankeschön. Lasse ich das jetzt hier oder tue ich das weg? Wir tun das weg. Komponenten. Metallschrott. So, sehr gut. Juhu! So muss das sein. So muss das sein. So. Wunderbar. 19:15. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Was machen wir denn jetzt hier? Bleib in der Nähe eines Feuers. Hier ist es schön warm. Das ist doch ein Feuer hier, oder? Hoffe zumindest. Wir können ja einfach mal hier reingucken. Dann kann ich nämlich hier scrollen und mal... Ich lese jetzt nicht vor. Ich habe ja gesagt, ich lese die Kommentare nur noch wirklich bei 7 Days vor. Ansonsten ist hier... Ich lese sie. Ihr kriegt ein Herzchen. Habt doch alle bekommen, ja? Aber mal danke an den Saschan, an den Sascha, an den Stefan, an den Andreas, an die Mamika und an den Mecklenburger. Für eure Kommentare. Vielen lieben Dank dafür. Ne? So, und Mecklenburger, ich kann dich vollkommen verstehen, aber wir hatten jetzt schon x-mal hier eine Basis selber gebaut und das hier bietet sich halt richtig gut an. So. Das bietet sich richtig gut an. Normalerweise baue ich auch immer selber. Außer bei 7 Days. Da setze ich mich zu 99,9% in Haus. Aber da haben wir auch schon einen ebenen Boden. Das hier ist halt alles ja, schräg und rauf und runter. Und hast du nicht gesehen, ne? Aber es hat auch was. Das hat halt hier so ein richtiges Survival-Feeling. Ne? Muss ich mal sagen. Was mir auch sehr gefällt. So. Freunde der Nacht.
Was können wir denn hier noch erforschen? Werkstatt für Schwarzpulverwaffen. Ein Amboss. Ein hölzernes Segelboot. Das wäre auch noch ganz interessant. Lass mal gucken, wie viel Stoff wir haben. Ich glaube nämlich, das ist noch schneller und hat ein bisschen mehr Platz als Gummi, Glas. Wo ist der Stoff? Wo ist der Stoff? Da. Ach, mehr als genug haben wir. Mehr als genug haben wir. So. Seil machen. Spitzhacke müssen wir uns auch noch machen irgendwann. Seil, dankeschön. Wo ist es? Ein Fischernetz. Mhm. So, zwei Komponenten. Brauchen wir noch. Da können wir uns direkt ein Fischernetz hier bauen. Da kann man auch immer Fische. Da haben wir Essen. So. Guck mal, es wird. Nach und nach ein Footballhelm. Nach und nach können wir hier alles erforschen. Da sind noch die Waffen. Ach, das ist ein Waffenpräsentationsständer. Ich wollte gerade sagen. Sieht mir aus wie so ein so eine Metallplatte, die du draußen dran klebst, dass es mir aushält. Komponenten, Metallschrott. Nein, Holz. Wo ist denn wieder Holz hier? Da. So, der Stoff war hier ganz unten. Sehr gut. Und jetzt können wir gerade schlafen. Und haben 6.47 Uhr. Juhu! So muss das sein. So, trink mal hier deinen Energy Drink. Sehr gut. Dann sind wir da voll. Hier können wir auch mal das ganze Zeug essen. Danke, danke. Ist das auch voll? So, wo gehen wir jetzt hin? Piratenversteck, ja, das ist unseres. Unbekannte Ruinen. Grüne Insel, zwei Felsenstrand. Eastman Ranch, Apartments, da waren wir, die sind ziemlich tief. Da ist der Handelsposten. Da ist noch was, aber ich denke mal, je weiter wir wegschwimmen hier. Was ist denn da oben? Umso mehr. Und umso krasser werden die Inseln, ne? Da gibt es zwar bessere und krassere Sachen, aber da werden auch Gegner sein, die schießen. Und wir könnten ja mal zur Villa. Das könnten wir. Die werden schießen und, ja, Haie werden da auch sein. Tür zu. Ich sag ja, das ist echt schon wie bei Seven Days hier. Regen, Regen, noch mehr Regen. Harter, gib mir deinen Segen. Ich liebe deinen Regen. So ungefähr sieht das aus. Holy moly. So. Da hatten wir gebaut. Jetzt können wir hier weitermachen. Gehen wir nochmal auf die kleine Insel hier. Mutanten. Zwei Stück. Juhu. Das ist jetzt wie bei Asterix und Obelix. Ich komme jetzt rein. Ich komme jetzt raus. Du Gammelklaus. So, man sollte nur ein bisschen Ausdauer haben und nicht durch die Gegend sprinten. Sonst machen die eine Mauer. Können wir hier noch was einsammeln? Sieht nicht so aus. Pilze zum Essen. Siehst du mal. Danke. Danke. Hier ist noch Holz. Den können wir auch noch mitnehmen. So. Sehr gut. da. Und hier. Überhaupt. Und danke. Rein da, rein da, rein da. Bötchen fahren. Haben wir überhaupt richtig hier? So, ja, Cape Lookout. Okay, da hinten ist die Mutantensiedlung. Da fahren wir doch zu. Das heißt, da so. Ungefähr. Hier irgendwo im Wasser muss die Villa sein. Aber da ist auch ein Hai. Da müssen wir mal gucken. Wir können ja mal gucken, ob wir den gekillt kriegen. Weil die Haihaut werden wir später so oder so brauchen. Wenn es ein normaler ist, okay. Wir haben jetzt schon ein bisschen Rüstung. So, wir sind auf der Villa. Es ist echt, es ist so dunkel. Du siehst nichts mehr im Wasser hier. Vorher war es wirklich viel, viel schöner und heller. Da leuchtet irgendwas. Hier ist die Villa, okay.
So, wo ist der Hai? An die Oberfläche kommen die ja nicht, wurde gesagt. Aber ich sehe auch keinen Hai. Da ganz hinten schwimmt einer, okay. Hier ist dann offensichtlich nichts mehr. Wenn doch, merken wir es, wenn er uns in Bobbes beißt. Also, her mit dem Zeug. Alles einsammeln, was geht. Sehr schön. Stoff. Juhu. Oh. Ja, ganz wichtig. Es gibt so viel Metall hier. Ich glaube, wir tun gleich direkt das, das Tor ändern. Dann braucht man nur einen, den auch. Dann braucht man nur einen Hammer oder so, um das abzureißen. Ne? Wenigstens atmen wir normal und verbrauchen nicht mehr Sauerstoff als sonst. Auf hier. Weißt du, was das ein Widerstand ist, unter Wasser hier so mit der Axt zu hantieren? Kriegst du, glaube ich, gar nicht hin. Eine Steinschlosspistole. Haha, wir können ein bisschen schießen. Ja, nice. Dielholz hier drin. Dielholz. Da ist nix. Hier ist ein bisschen was. Okay, kenne ich den schon? Kenne ich schon? Gib her. Wir gehen mal hoch. Holen uns ein bisschen Sauerstoff und packen die Kacke weg. Da hinten ist der Hai. So, packen wir alles rein hier. Wupp. Das hier und den kannst du da reinpacken. Den kannst du essen. Verrühmen die Erhöhung der Atemzeit. Okay, da wurde noch was noch nicht übersetzt. Interessant. Das ist, glaube ich, kyrillisch, ne? Oder auf jeden Fall osteuropäisch. Da sehen die Schriften sehen da ja alle so aus, aber ich kann das nicht lesen. Tut mir leid. Falls das jemand lesen kann, kannst du ja mal sagen, was da stand. Würde mich interessieren. Ah, hier ist offen, okay. Die geheimnisvolle Unterwasservilla. So sieht's aus, Freunde. Junge, schwimmen wir schnell damit. Lass mich doch mal hoch hier, ey. Alles kaputt hier. Da ist ein Sofa. Schwimmgeschwindigkeit auch erhöht. Okay, also die scheinen jetzt doch ganz gut zu sein. Kann man gebrauchen. Das Müll hier oder was? Kann das mal weg? Oder ist das Kunst? Wie hier. Kein Safe hinter. Frechheit. So, hier ist noch was. Machen wir klein. Wir müssen nur dran denken, wenn, okay. Wenn, Ausdauer hier leer ist, ne, dann haben wir direkt nur ganz, ganz wenig Luft. Deswegen müssen wir jetzt langsam mal hier raus und rauf. Ah, ist halt immer ätzend, wenn die Flasche leer ist. Schade. Aber okay. Müssen wir unsere zweite machen. Und dann auch noch zusehen, dass wir, guck mal, da hinten ist noch was. Dass wir dann die nächstbesseren demnächst auch noch machen können. Auch wenn das noch ein bisschen dauern wird. Aber hey! So sieht das aus hier. Haben wir alles? Jo. Kannst du wieder hier runter, hier durch. Da hinten war nämlich noch eine Tür zum Aufmachen. Hier ist noch was. Oh Gott, noch mehr zum Essen. Komm ich hier raus? Nein. Da ist noch Müll. Komme ich hier raus? Yo. Kurz Luft holen. Da hinten leuchtet irgendwas. Da müssen wir auch noch hin. Ich glaube, da gibt es die Ärzte, die ersten. Aber wir haben noch keine Spitzhacke. Müssen wir dann auch gucken. So, hier waren wir drin. Dann will ich hier rüber. Die Tür hier will ich aufmachen. Gucken, was dahinter ist. Stören wir den Oktopus beim Baden. Stell ich mir geil vor. Stell dir jetzt echt vor, du kommst hier rein und dann so.
Voll am Schreien. Hui, der Oktopus. Duschvorhang zugezogen. Perversling, hau ab. So, das ist ja noch. Sehr gut, sehr gut. La, 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 la. Da, 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 da. Okay, hoch, Luft holen. Zack, rein da. Eine Dartscheibe. Schokoriegel können wir gerade so essen. Hose mit Lendenschurz, haben wir die nicht schon an hier? Nein. Rüstung 2, Rüstung 1. Okay, das gibt mehr Rüstung. Dankeschön. Sieht zwar immer noch scheiße aus, aber ja. It is what it is. So, ich will jetzt da hinten gucken gehen, was das ist hier. Guck, da leuchtet so rot. Da sehen wir es doch. Da ist noch eine kleine Insel von den Affen. Marlins. Oh, das ist so ein kleiner Mini-Vulkan hier. Warum ist denn hier so ein Vulkan unter der Erde? Unter Wasser. Gibt es sowas? Ich kenne von so Dokus diese Black Smoker ganz tief, so kleine, aber was habe ich noch nie gesehen. Oh, was ist hier? Hier liegt ein LKW. Kann ich den mitnehmen? Nein. Kaputt. Da ist eine Höhle. Was ist das für eine Höhle? Ach, das wurde anders gemacht. Das ist die Höhle hierfür, ne? Da komme ich hier rein, oder? Da war doch was. Mutanten, 14 Stück. Guck. Der hier, davor, mitnehmen. Der blockiert das und dann kommst du da rein, ne? Irgendwie so war das. Siehste. Aber ich lasse die jetzt mal in Ruhe. Kommt da schon wer? Nein. Haben wir noch ein bisschen was eingesammelt. Was soll's. Wie sieht's hier aus? Wie viele sind da? Mutanten, 4 Stück. Ah, wir sind eh so gut wie voll, ne? Wir können da gar nicht alles mitnehmen. Gucken wir mal. Zack. Hallo. 7 Holz. Da ist aber stolz auf sich. Ich hab Holz. Weg damit. Ja. Dankeschön. Wo ist der da hinten? Ins Bein, du. Weg damit. Ha! So. Gib mich hier. Oha. Oha. Ja, nice. Alter, Pfeile interessieren mich nicht. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Nehme ich mit. Wir sind voll. Kannst direkt trinken, kannst du essen. Was ist das hier? Gebratene Kartoffel. Kannst du auch essen. Super. Aber sonst haben die nicht viel, fast nur Holz, würde ich mal behaupten. So, ein Auto! Hauptsache sie haben ein Auto. Die Frage, wo sie hinfahren wollen hier auf ihrer Insel. Benzin ist voll. Was kann man denn wegwerfen dafür? Die blöde Hose. Dann gib mir das Benzin, das ist mir lieber. Oh, Gummi! Juhu! Porzellanschüssel? Nein, danke. So, also, auch nicht viel hier. Was ist das? Ach, das ist vom Fischernetz. Zurück! Weiter geht's. Wir fahren nach Hause. Beute wegbringen. Nicht, dass wir jetzt gleich noch angegriffen werden. Tag 11. Ich weiß nicht, was ich eingestellt habe. Ich glaube, alle 4 Tage oder so. Wenn ja, dann müssten wir am nächsten Tag wieder angegriffen werden. 4, 8, 12, irgendwie so. Gucken wir mal. Auf geht's nach Hause. Das wird schon werden hier. Ach, ist das schön. Die versunkene Millionärsvilla. Da waren wir. Euch kommen wir demnächst auch noch besuchen, wenn ich eine Schusswaffe habe.
Wobei, die haben wir ja. Wir könnten ja einfach hier so das machen. So. Ich hab noch keine Munition, weil Munition ist da hinten drin. Rumpulsamen und Schwarzpulvermunition. Können wir tauschen. Siehst du? So. La 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 la. Hu. Bringen wir die Beute weg. Und dann gucken wir nach dem Tor. Müsste nur ein bisschen Schutz noch vormachen, dann da ein paar Spikes und so. Ne? Hier draußen an den Wänden können die auch rumhauen, wie sie wollen. Das interessiert mich nicht. Die werden eh alle zu uns kommen. Weiß ich jetzt schon. Versuchen hier durchzuglitschen und was weiß ich. Ne? Da kann man auch noch was hinstellen. So. Zack, zack. Sehr schön. Alles einrum. Wupp. Die hatten wir noch nicht da drin. Yummi. Glas. Glas haben wir ganz schön viel gerade. So, Elektrik. Haben wir nichts. Holz haben wir einiges. Komponenten auch. Metallschrott wächst. Waffen. Munition bleibt bei mir. Stoff. Humopel muss mal sortiert werden. Rein, rein, rein. Was ist das hier? Bandana-Hals. Okay. Haben wir noch keins. Cargohose C1 kann auch da bleiben. Das ist Essen. Essen. Das ist Benzin. So. Kommst her. Super. Pilze können auch noch da rein. Das Trinken behalten wir mal, weil Trinken muss öfters als Essen. Deswegen trinke ich jetzt auch mal gerade einen Schluck. Ah, so. Fast leer, mein Wasser. Nicht gut. Gleich Neues holen, nach der Aufnahme. Dann geht's ab in die nächste Aufnahme. La 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 la. Gib her. Können wir uns noch eine zweite Flasche bauen jetzt? Lass mal gucken. Wir haben ja hier Platz, ne? Aber geht ja nicht, leider. Leider, leider. Ah, nee, wir haben, uns fehlen die modernen Teile. Wir haben keine modernen Teile. Ich meine, ich könnte noch einen handgefertigten machen, aber der ist ja ratzdifatzdi leer. Da brauchen wir jetzt die modernen Teile. Und für den Ofen brauchten wir Pinsel gerade. So, was brauchen wir dafür? 5 Yummi. So, 2 Komponenten. Schrott und Holz. So, dann können wir den Ofen bauen. Wo stellen wir den hin? Hm, kann der hier nehmen? Nee, wir brauchen ja sowieso mehrere Öfen, glaube ich, später. Ich stell den mal hier hin. So, damit wir auch ein bisschen nach hier hinten müssen, weil hier ist ja auch noch unsere Wasseranlage, ne? Da können wir auch noch was trinken. Auch wenn wir im Moment genug zu trinken haben. Aber dann können wir hier so mal Holz reintun. Dann können wir da später das Eisenerz reintun. Dann können wir direkt gucken, ob wir uns eine Spitzhacke bauen können. Da fehlt nämlich nur ein bisschen Metallschrott für. So, gibt's daher. Gar nicht mehr. Spitzhogge haben wir auch. Bitteschön. Rein da. So, Elektrik, Holz, rein da. Schwaches Pudel wäre Munition. So, was brauchen wir denn, um das abzureißen? Reparaturhammer. Damit reparieren wir. Kann ich das nicht einfach so abreißen? Also ich mache keinen Schaden dran. Ja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Wie machen wir das weg? Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Muss ich erst gucken, wie das geht. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht mehr. Mich juckt es in den Fingern, die Typen hier zu besuchen. Kommt man da irgendwie drauf? Homebase. Mehr wie sterben können wir ja nicht. Von daher. Scheint groß zu sein. Da waren ja, glaube ich, 15 Stück drauf, ne? Der Erlöser-Clan. Die haben garantiert Waffen. So, können wir mal gucken, wo hier jemand ist. Da läuft schon wer. Ja. Ich glaube, die ist nur... Guck mal, da steht einer. Hallo? Da hat sich was bewegt. Getroffen oder nicht? Nein. Ich sag ja. Auf die Entfernung, vergiss es. Junge! Wenn hier einer schießt, dann ich. Aber die haben halt richtige Waffen, ne? Aber hier gibt's den geilen Scheiß, wie man sieht. Bitte was? Wo kommst du denn her? Die haben Rüstung. Und eine Kartoffel. Kacknappel, ey. Von hinten, ey. Schämlich. Das ist auch wieder clever. Hier rumzulaufen, weißt du, ohne erste Hilfe, ey. Nächster, bitte. Alter, warum hat er jetzt nicht geschossen? Aua, aua, aua. Erst als ich mich weggedreht habe, hat er geschossen, weißt du? Hast gesehen, ne? Ratte da, ey. Na, ess mal. Bringt auch nichts für Dingens hier. Ja, wie viel sind es noch? 12. 3 haben wir weg. Lass mich doch mal schießen hier, ich sehe nichts. Wer ist da? Hm. Das gibt nichts. Wo ist mein Boot hier? Lass ja mein Boot ganz. Geh ja schon wieder. So. Geh jetzt in mein Bett. Heul mich bei meiner Gummiente aus. Die waren ganz böse zu mir. Vielleicht sollten wir die erste Hilfe mitnehmen. Sonst macht das keinen Sinn. Aber hey, 3 Stück ausgeschaltet. Also Nahkämpfer, okay. Sobald sie halt anfangen zu schießen, die haben halt richtige Waffen, wird's aua aua. So, erste Hilfe war hier. Gib mir mal direkt ein. Zu der Rubber tun. Auch einnehmen. So. Einen hiervon. Den kannst du essen. Schmeiß drauf. Bitteschön. Vielleicht machen wir uns noch ein paar Bolzen. Da, 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 da. Eingebauter gezogener Lauf. Okay. Waffenteile. Warum kann ich den denn so bauen? Pfeile, Armbrustbolzen, bitteschön. Und 39. So. Zack, zack. Ich komme wieder, Freunde. Da kenne ich nichts. Weg ist ja nicht weit. Problem ist nur, wenn wir die wirklich alle gekillt kriegen, dann müssen wir auf jeden Fall die ganze Insel leer räumen, weil, wenn ich abspeichere und wieder anmache, sind sie wieder da. Die kommen geschwommen da. Guck sie an. Da kommt er an. Wo willst du hin? Locken Louis. Ich glaube, es hackt. Wolltest du noch einen Kaffee vorbeikommen oder was? Da kommt der hier ins offene Meer geschwommen. Und will uns ans Leder. Wo ist dein Sack? Musst du irgendwas fallen lassen haben.
glaube, ich spinne, ey. Mit seiner Kackaxt hier. Seinem Cowboy-Hut, ey. Da kommt der Nächste. Weg mit dir. Noch wer? Der boxt auf meinem Schiff rum hier, ey. Was sind das bitte für gestörte Leute? Erstmal drüber fahren hier. Viel Spaß. Futter für die Fische. So, jetzt sind es noch 10. Steht da oben einer drauf? Nein. So, du brauchst ein bisschen... Muss halt aufpassen, ne? Sobald die irgendwie automatische Waffen haben und die durch die Gegend ballern, bin ich hops. Das kannst du vergessen. Das sieht aber auch ganz gut aus hier. Gibt's hier irgendwas? Geh ich mal da hoch. Da ist eine Kiste. Dankeschön, genau das meinte ich. Wer hat da geschossen? Junge, Junge, Junge. Geh weg. Wo ist denn da hin hier, ey? Hm, Freund? Ja, genau du. Genau du. Da hinten war noch einer. Geht das wieder los? Ich will doch nur friedlich looten hier. Hallo. Oh, die schon wieder. Dankeschön. Nehmen wir lieber den hier wieder. So. Potpourri und Pfefferspray. Zickzack laufen. Hilfe! Ich hau da mal wieder ab. Es wird dunkel. Mach mir ja nicht mein Schiff kaputt hier. Keine Lust zu schwimmen. So, was ist hier? Richtig tief. Ist hier der Megalodon. Die kommen jetzt alle rüber geschwommen wieder, ne? Wetten wir. Aber habe ich nichts gegen. So kann man die ein bisschen baiten und locken. Kann man die nach und nach wegmachen. Das wäre was. Das wäre was, auf jeden Fall. So. Vom Ster, mein Freund. Ein bisschen haben wir ja eingesammelt. Gummi und so. Das wird schon. Hier kommen die eh nicht durch. Können sie nur drauf rumhauen. Dann können sie das von mir aus kaputt machen. Dann können wir das neue da reinbauen. Jo. Ansonsten? Ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ein bisschen haben wir noch eingesammelt. Ich kann mir so jetzt noch hier ein bisschen was genehmigen zu trinken und zu essen. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit.